Wir spielen Shellshock Live. Assassin. Mit Wind. Wir sind zu dritt. Und der Typ da ist mein Ziel. Die sind beide ein bisschen höher als ich. 74 und 79. Das ist ein bisschen ungünstig für mich. Aber vielleicht können wir was schaffen. Vielleicht haben wir auch gute Sachen bei. Die Moles. Können wir ein bisschen Guacamole machen? Ja, doch. Oh. 75. Geh mal dein an da. So, der geht auf mich anscheinend. Schade. Hat er ein Messer oder so? Ja. Ja, komm doch mal zurück, ey. Das gibt's ja gar nicht. Was war denn das jetzt? 130. Ach. Also man kann auch Pech haben, ne? Bei dem Modus. Ich werde jetzt mal da hochfahren. Dem hoffentlich einen großen Digger genau da reinschießen. So, einmal so. Jawohl. Bam. Ah, ich habe nicht dran gedacht, dass sowas passieren könnte. Stimmt, ist ja auch Wind. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ah, 80 Crit. Ey, was macht man? Hat der Feuer? Da waren bestimmt auch Crits bei. Ey, warum? Ja, stimmt. Ja, das könnte klappen, ne? Wenn der jetzt den noch... Ach, leider. Oder auch nicht. Doch. Wenn der den kaputt machen könnte... Ja, von hier kann ich, glaube ich, gar nichts machen. So ein richtiger Experte gerade. Fettstacks könnte ich tun. Ich könnte auch einen Bounder machen. Machen wir trotzdem die hier. Ne, alles fliegt... Alles fliegt da rein. So. Die anderen werden sonst in den Berg geflogen. Hätte ich nicht so gut gefunden. Jetzt klettert mir bestimmt gleich die Kiste. Oh. Kommt er da nicht drüber? Das fände ich gut. Ah. Vielleicht hat er auch sein ganzes gutes Zeug schon verbraucht. Das habe ich mir schon gedacht, dass der Molehill. Ein Jammer. Das wünscht man sich doch. So. Kann ich hier was Vernünftiges machen, Nina? Hoverball. Ach, nee. Könnte hier hingehen. Weiß nicht, ob der... Wenn ich den oben auf die Kante schieße, müsste der eigentlich... Ja. Reicht noch nicht ganz, ne? Es ist ein Riesenfeuerwerk, ja. Als ob... Ne, reicht noch. Nur, dass ich... Ja? Toll. Der lebt aber immer noch. Ich hab nicht so was Gutes. Ich könnte dem die Fettstacks direkt ins Gesicht machen. Macht das viel Schaden? 48, naja. Na gut. Wahrscheinlich war es das jetzt. Ach, und dennoch mit sowas. Naja. Jetzt müsste der gewinnen, ne? Der muss ja einfach nur was ins Loch legen. Hä? Na, der hat noch 9. Ist eigentlich, finde ich, den Modus ziemlich cool. Nur schade, wenn man gegen Leute spielt, die noch besser ausgerüstet sind. Wobei die jetzt auch nicht so die Mega-Waffen hatten, ne? Der hatte am Anfang ziemlich Glück mit seiner Schlange, dass die so gut getroffen hat. Hitman! Hat es geschafft! Hat er jetzt die Klinge freigeschaltet? Das wäre ja verrückt. Fettstacks, oh ja. Aber gespannt, was denn bei den nächsten Stufen kommt. Hat denn einfach nur mehr
Geld rauskommt. Triple Palm. Okay, ich würde auch noch eine Revanche machen. Ja. So, die machen auch noch mal mit. Blaze, ja. Ich fange sogar an. Habe ich was Krasseres? Nee, ne? Wenn es nix erstmal auf die Entfernung. Ich hoffe mal, das geht nicht vorbei. Wenn ich jetzt... Oh, da ist ja Wind. Bin ich jetzt komisch, wenn es auf die Entfernung daneben gehen würde? Doch. 70. Geh mal den an. So. Bone Arrow habe ich auch. Counter 3000. Spiker ist doof auf der Map. Mini-Faust auch nicht ganz so gut. Ein Pinpoint. Wenn ich den ein bisschen stärker mache, könnte der genau treffen, ne? Achso, yo, aber... Ja! Hoffentlich bin ich auch den sein Ziel und nicht jetzt das von dem. Das wäre ein bisschen doof. Nein, stimmt, der Pinpoint wird ja auch beeinflusst vom Wind. Das ist ja kacke. Das ist ja die Wahrheit. Oh, ich bin sein Ziel, ne? Oder? Nee. Asteroiden? Ja, damit er erstmal im Loch sitzt. Okay. Ich fahre mal ein bisschen weiter. So ungefähr. Ja, ein bisschen höher. Da ist ein bisschen Wind noch unterwegs. Die sind ja auch langsam. Da sind die vielleicht schwer, um nicht vom Wind beeinflusst zu werden. Das kann sein. Das sei jetzt... Naja, aber das sieht ein bisschen komisch aus hier, die Bahn. Also, was ist denn das? Oh. Oh, das war schlecht. 30, trotzdem 30 Schaden noch gemacht. Obwohl es so weit vorbeiging. So, na, bisher sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Zack. Hm, schade. Bolt? Mini-V? Die werden auch beeinflusst, ne? Doch einen Spiker machen. Der Wind ist jetzt nicht so krass. Ja, mach ich lieber den. Nicht so stark vielleicht. Vielleicht so. Hä? Oh ja. Guck mal, hier kommt alle rüber. Schade. Hm. Wir sind ja aber gelandet, genau auf dem, ne? Das wäre ja für den Bogen ganz gut. Aber ich muss merken, wir hatten 10 Gegenwind. Der macht schon wieder. Und der verkackt. Schon wieder. Der verkackt auch? Nee. So, jetzt haben wir mehr Wind. Weiß nicht, ob ich den überhaupt so treffen kann, aber... Der ist doch genau in der Bahn jetzt. Zack. Jawohl, 75. Was machst du jetzt? Also bisher sieht es noch gut aus für mich, muss ich ja sagen. Ja. Das war gar nicht so schlecht. Aber natürlich ist es genau vor dem, ne? Pinata hat er nur gekriegt und 10 Rüstung. Ist nicht so krass. So, Gegenwind ist da. Ich weiß nicht, ob das Mini-V mich selber treffen würde. Beweg mich mal trotzdem auch weg hier. Yep. Oh, 75 Schaden! Ja, da. Vielleicht habe ich ja doch mal die Chance, mein Target auch zu eliminieren. Natürlich. So, jetzt würde ich mir natürlich wünschen, dass der noch ordentlich Schaden auf den macht, dass ich beide abstauben kann. Das wäre ja wunderbar. Aber das ist ein Strike, ne? Das ist gut. Bam. Der genug Schaden? Nee, ne? Das war wenig. 60 nur. Oh. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für ihn. Wenn ich die
Schrapnell ab. Boom. 40 Schaden nur. Schade, ich habe da auch schon Explosion mit 120 gesehen. Oder stand die auch genau in der Explosion drin, ne? Das macht ja dann nochmal einen Unterschied. Haben wir sogar einen normalen Arrow noch. Ja. So, könntest du bitte hier hingehen? Das. Er macht's. Oh, er geht raus. Das ist meine Chance. Jetzt kriegt er. Tangent Fire. Kann ich den. Nee, ne, da muss ich hier. Das ist jetzt so ein Battle, wer hier als erstes am krassesten ist. Den normalen Arrow einfach da rein. Bam. 38 nur. Das war ja doof. Boom. Das war noch schlechter. Gut. Wir haben noch die Payload, die macht nicht so einen Schaden. Das macht alles kaum Schaden noch. Doch hier. Ich stelle mich mal so ein bisschen dahinter. Zwei Gegenwind nur. Yep. Bam. So. 52 hat er noch. Also man könnte schon sagen, ich stehe ein bisschen besser da. Komm, spielt er jetzt ein anderer? Der war doch vorher voll gut. Und auch den Splitter machen, ne? Und den genau in sein Gesicht. Vielleicht splittet der gut. Yeah! 40 Schaden. So, jetzt können wir das auch beenden mit irgendwas richtig uncoolen. Dem Jumper, aber... Shooting Stars, da weiß ich auch noch nicht, die gut sind oder nicht. Ich könnte auch einen Counter 3000 machen. Hat der genug Schaden? Das weiß ich auch nicht. Bam! Was war denn das, hä? Wo kam da so eine Ansage? Aber wir haben es geschafft! Wir haben einen Assassinated und ein Level auf, gab es dafür auch noch. Clover. Mhm. Was wird's? Eine Runde würde ich gerne noch machen. Oh, MVP gab's auch noch. Oh ja. Asteroiden, Super Spiker, ja, der Bone Arrow, Mini-V. Oh, auch ordentlich Schaden. Ja, dadurch, dass es Wind war und Assassin, gab's ordentlich Erfahrung. Da mal zwei. Oh, die wollen noch mal. Moment mal, aber vorher... Werte ich hier noch was auf, dann stehen wir ein bisschen besser da. Und dann machen wir doch mal nochmal mit. Na klar. Alle wollen immer Assassin machen. Aber kaum einer spielt es. Was überhaupt keinen Sinn macht. So, oh boy. Oh, bin ich sein Ziel? Das wäre jetzt ein bisschen... Aha, aber ich bin als Erster dran. Aber das ist schon das Krasseste, was man haben kann. Ich habe eine Heavy Fleet bei. Krass. So, und ein Vulkan. Hä? Ach stimmt, der ist ja gerade rausgegangen, ja. Ich habe nicht an den Wind gedacht. Kacke. Gut. So. Einzelkampf. Normalen Digger habe ich auch noch, der ist aber ein bisschen doof dafür. Weiß gar nicht, ob die Portal Gun beeinflusst wird. Könnte auf den Berg raufgehen und den hier richtig runterschießen. Zieht er die... Ich glaube, der zieht die nach unten, ne? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Manchmal nicht so stark. Toll, ich habe mich selber auch getroffen, ne? Aber ich habe 88 gemacht. Das war ja ordentlich. Habe ich... Weiß nicht, wie viel ich mir jetzt gerade selber gemacht habe. Das war aber auch nicht so doll von ihm. Könnte jetzt eine Portal Gun direkt in sein Gesicht machen oder eine Fleet. Und zwar die Heavy Fleet. Ich weiß nicht, wie viel die macht. Oh, ich mach die mal ein bisschen tiefer. Bam, 44. Oh, das war ja knapp. Das war auch gut, ja. Aber es könnte sein, dass... Ich habe zwei davon. Ich ein bisschen besser dastehe als er. Kann ich von hier oben direkt schießen? Geht das? Ah, ich weiß es nicht. Könnte klappen. Könnte auch genau vorbeigehen. Portal Gun.
Ich habe nicht an den Wind gedacht. Der hat ein bisschen geholfen. Boom. Yeah. Was machst du jetzt? Hm? So, haben wir jetzt wieder Gegenwind? Dann könnte ich nochmal... Schade. Wind ist ein bisschen... Ja. Wenn ich da jetzt aber genau die Fleet reinhau... Vulkan habe ich auch noch bei. Mach die mal einfach nicht so stark. Was denn damit? 48. Hat ihr den gar nicht so weit reingebuddelt? Obwohl ja... Ich glaube, die normale macht ja schon... 75 oder so, wenn die alle treffen. Ja. Okay. Würden wir jetzt den Vulkan vorschlagen. Weil der... die stärkste Waffe im Spiel ist, wie ich gehört habe. Ja, ein bisschen hat er gebrannt. 35 Schaden, naja. So. Haben wir noch was... Der Rest ist jetzt nicht mehr so dolle, ne? Oh, die ganzen Katzen. Silly Balls ist nicht so doll. Digga, der... Ja, wenn ich den hier auf die Kante mache, wir haben nur 10 Wind. Ist also nicht so schlimm. Und so hoch springt er ja nicht. Als normaler Digga. Yo. Einen hat er noch. Soll ich den Breaker machen? Dann können wir den auch mal ein bisschen weiter aufleveln. 1 HP. Ja. Ich könnte auch den Bilder, naja. So. Das ist wohl mein Target hier. So. Der selber sterbt dabei. Bam. Ja, die 9, die Ansagen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was der sagt. Da haben wir 2 Leute assassinated in der Folge. Und ich glaube, man braucht nur 100 oder so. Also schon ein bisschen mehr. Die Torpedos waren gut, ja. Fleet auch. Ja, der Breaker. Gut. Dann reicht das. Dann machen wir Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Shellshock Live.